Am 21. Spieltag der 2. Bundesliga hat der 1. FC Köln ein Ausrufezeichen gesetzt. Vor heimischer Kulisse bezwangen die Rheinländer im Spitzenspiel den FC St. Pauli mit 4:1. Mann des Spiels war Jhon Córdoba, der gleich 3 Tore für sein Team beisteuerte. Den Schlusspunkt setzte Simon Terodde. Alexander Meyer hatte zwischenzeitlich für Pauli ausgeglichen. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Während Köln die Hamburger vom 2. Platz verdrängte, setzte sich Arminia Bielefeld überraschend deutlich bei Jahn Regensburg durch. In der Domstadt behielten die Ostwestfalen mit 3:0 die Oberhand. Köln, St. Pauli 4:1, 1:1 Tore, 1:0 Córdoba, 32. 1:1 Meyer, 38. 2:1 Córdoba, 53. 3:1 Córdoba, 58. 4:1 Terodde, 85. Dank eines Dreierpacks von Jhon Córdoba und dem 23. Ligatreffer von Simon Terodde hat der 1. FC Köln im Kampf um den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Der überragende Kolumbianer, 32., 53., 58. und der FC-Torjäger, 85. zeigten beim 4:1, 1:1 im Spitzenspiel gegen den FC St. Pauli ihre ganze Klasse und schossen den FC damit wieder an St. Pauli vorbei auf den 2. Tabellenplatz. Die Gäste, für die Torjäger Alex Meyer, 38. zwischenzeitlich ausgleichen konnte, rutschen vorerst auf den 3. Platz ab. Spitzenreiter bleibt der Hamburger SV, der mit einem Sieg gegen Dynamo Dresden am Montag 20.30 Uhr Sky wieder auf 4 Punkte davon ziehen kann. Der FC begann furios und erspielte sich vor allem über Neuzugang Johannes Geis und die starke linke Seite mit Florian Kainz und Dominik Drexler ein Übergewicht. So geriet St. Paulis Ersatzkeeper Sven Brodersen schnell in den Mittelpunkt. Der 21-Jährige, der den verletzten Robin Himmelmann vertrat und bei seinem Profidebüt keine Nerven zeigte, parierte mehrfach stark, unter anderem einen gefährlichen Freistoß von Geist 12. Auch im direkten Duell mit Córdoba war Brodersen zur Stelle, 24. Kurz darauf war er jedoch machtlos, als der Kolumbianer aus Abseitsposition zur verdienten Kölner Führung traf. Meyers schneller Ausgleich kam aus dem Nichts, der Stürmer schob nach einer Ecke in typischer Manier aus wenigen Metern zum Ausgleich ein. Zuvor hatte sich Sami Alagi im Kopfballduell gegen gleich 3 Kölner durchgesetzt. Für Meyer war es der bereits 12. Treffer gegen den FC, gegen keinen anderen Club hat der 36-Jährige in seiner Profikarriere öfter getroffen. Dennoch wäre der FC fast mit einer Führung in die Kabine gegangen, Brodersen hielt aber herausragend gegen Simon Terodde, 45. Auch nach der Pause blieb Köln überlegen. Während St. Pauli mit dem Punkt durchaus zufrieden wirkte, drängte der FC auf die Führung und wurde belohnt. Córdoba traf zunächst nach einer Hereingabe von Christian Clemens, kurz darauf legte er per Kopf den 3. Treffer nach. Vor 50.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Köln-Müngersdorf war der FC auch mit der Führung im Rücken das bessere und gefährlichere Team. Allen voran Córdoba, aber auch Sturmkollege Terodde bekam St. Paulis Abwehr nicht in den Griff. Regensburg-Bielefeld 0:3, 0:2, Tore 0:1, plus 6. 0:2, Vogelsammer 11 Meter, 25. 0:3, Brunak 50. Arminia Bielefeld hat in der 2. Bundesliga seinen 3. Sieg in Folge eingefahren. Die Ostwestfalen setzten sich am 21. Spieltag bei Jahn Regensburg mit 3:0, 2:0 durch.
Kapitän Fabian Klos 6., Andreas Vogelsammer 25. und Cedric Brunner 50. erzielten die Treffer für die Arminia. In der Tabelle verbessert sich Bielefeld mit 27 Punkten vorerst auf den 10. Rang direkt hinter Regensburg 29 Zähler. Nach dem 2:0 gegen Aufstiegsfavorit Hamburger SV am vergangenen Wochenende präsentierten sich die Gäste vor 8.693 Zuschauern äußerst selbstbewusst. Nach einer Flanke von Brunner setzte Klos sich gegen die Regensburger Verteidigung durch und köpfte den Ball zur Führung ein. Es war der 120. Pflichtspieltreffer des 31 Jahre alten Mittelstürmers im Arminia-Trikot. Nach einem Eckball griff Jahn-Verteidiger Erascha Sörensen dem hochspringenden Klos an die Schulter. Den zugesprochenen Elfmeter verwandelte Vogelsammer. Nach der Pause legte Brunner mit einem Flachschuss nach. Für Trainer Uwe Neuhaus war es der 4. Sieg im 5. Spiel. Der 59-Jährige hatte das Traineramt bei der Arminia vor dem 17. Spieltag vom entlassenen Luxemburger Jeff Seibene übernommen und nur gegen den 1. FC Heidenheim 1:2 verloren. Punkt. Bochum, Paderborn, SA, 13 Uhr, Union Berlin, Sandhausen, SA, 13 Uhr, Fürth, Duisburg, SA, 13 Uhr, Darmstadt, Heidenheim, so, 13.30 Uhr, Aue, Ingolstadt, so, 13.30 Uhr, Magdeburg, Kiel, so, 13.30 Uhr, Hamburger SV, Dresden, Mo, 20.30 Uhr.